Hallo ihr Lieben, ich bin's Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute bin ich mal wieder mit Stamping Up auf Sendung und ich mache eine große Fotoalbumkarte. Ja, so will ich das mal bezeichnen. Ich habe hier schon fleißig vorgearbeitet, weil es hat doch einige Zeit gekostet, das alles vorzuschneiden. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und wenn ich das jetzt alles im Video gemacht hätte, dann hätte ich stundenlang hier auf Sendung sein müssen. Und das wollte ich euch nicht antun. Ich zeige euch mal als erstes, was ich benutzt habe. Und zwar, ich habe einmal diesen tollen Papierschneider benutzt. Damit habe ich das alles gefalzt und geschnitten. Dann habe ich die Trio-Stanze benutzt. Und zwar einmal, um die Ecken abzurunden und um die Löcher zu machen. Also diese Stanze ist, würde ich sagen, schon ein Must-Have, weil die ist so, so toll. Ich habe sie eigentlich fast immer im Einsatz. Dann habe ich das Stempelkissen Olivgrün benutzt. Ich habe nur mit dieser Farbe gestempelt. Ich habe dann die Handstanze Libellen benutzt. Die ist ja ziemlich groß und auch wirklich richtig handlich. Und damit habe ich die ganzen Libellen, habe ich es gestempelt und ausgestanzt. Stempelsets habe ich benutzt. Einmal den Libellengarten. Da muss ich mir jetzt ganz zum Schluss noch mal einen Spruch aufsuchen, der auf die Karte noch soll. Dann habe ich benutzt Für alle Zeit. Das ist ein ganz tolles Stempelset mit diesen Blumenranken oder Zweigen, Blätterzweigen sind das ja eigentlich. Und das gibt immer tolle Effekte. Und ich habe das Stempelset Wünsche aus dem Garten benutzt. Da ich alles so in Grün gehalten habe, habe ich dann einmal das Designerpapier Ewiges Grün. Das ist 30 x 30 cm mit vielen verschiedenen Designs und alles in Grün gehalten. Und ich habe den Farbkarton Olivgrün benutzt. Ich muss noch mal schauen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das der Olivgrüne ist. Ja, genau, das ist der Olivgrün. Nicht, dass ich euch hier was Falsches erzähle. So, und nun habe ich alles vorbereitet und will das jetzt mit euch zusammenbauen. So, dann nehme ich schon mal die ersten Sachen alle so raus. Also ich bin wie folgt vorgegangen. Ich habe mir zwei DIN A4 Bögen von dem olivgrün Farbkarton genommen und habe ihn bei 11 cm gefalzt. Wie ihr seht, glänzt das hier so ein bisschen. Und das, ich habe hier einen Streifen Tesafilm rübergeklebt, damit einfach die Stabilität da ist. Wenn man das jetzt öfters auf und zu macht, wäre es ja total schade, wenn das außen anderfallen würde. So, ich habe mir jetzt hier eine Markierung gemacht, bis wo ich den Farbkarton hier aufkleben will. Und das mache ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband. So, nehme ich jetzt doppelseitiges Klebeband,
damit es einfach richtig schön stabil ist. Auch diese Idee zu dieser Karte ist mir wieder beim Fernsehgucken gekommen. Wie ganz oft. Ich überlege dann so, wann sitze ich so beim Fernsehgucken und überlege dann so, was ich denn eigentlich alles habe an Sets und was man so im alltäglichen Gebrauch gebrauchen kann. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht zu weit klebe. Ja, dann klebe ich den letzten nämlich hier rauf. So. So, dann brauche ich wieder mein Tool. Mit dem Tool geht das einfach total gut, die Trägerfolie von diesen Klebebändern abzuziehen. So, jetzt muss ich gucken. Ich werde noch mal kurz meine Brille aufsetzen. So, dann sieht man doch ein bisschen besser. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das gerade raufkriege. Es ist ja bei doppelseitigem Klebeband ist das ja immer so, wenn das klebt, dann klebt das. Aber das denke ich ist so okay. So, und jetzt bin ich wie folgt vorgegangen. Ich habe mir das dann mit dem Lineal ausgemessen, wie groß diese Fläche ist und habe dann aus Flüsterweiß, das gibt das ja nicht mehr, das ist jetzt Grundweiß, das habe ich aber noch nicht, soll aber genauso gut sein. Habe ich mir jetzt das fürs Innen ausgeschnitten und das mache ich jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband. Ich werde wahrscheinlich jetzt fast alles so mit doppelseitigem Klebeband kleben. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie es genau rauf soll. Ja, so soll es rauf. Nicht, dass ich das jetzt falsch klebe. Weil so bei größeren Flächen habe ich so die Erfahrung gemacht, ist es mit Flüssigkleber schwieriger. Upsala. Das soll natürlich nicht passieren. Es klebt also richtig gut. Also, ich werde mal mein kleines Lineal nehmen. Das geht dann nämlich viel besser. So, das kommt jetzt als nächstes darauf. Also das ist alles jetzt Marke Eigenbau. Ich hatte jetzt diese Grundidee gehabt, das zu machen. Und während ich jetzt alles vorbereitet habe, ist das alles so entstanden. So, dann ist das, steht das. Also jetzt könnte man es auch noch mal stempeln so ein bisschen. Da habe ich jetzt aber drauf verzichtet. So, jetzt kommt als nächstes dieses und dieses da drauf.
Und das hier wird so eine Tasche. Die werde ich jetzt nur so an der Seite festkleben und das wird hier richtig bündig rangeklebt. Und dafür nehme ich jetzt dann etwas dünneres Klebeband. Also es war wirklich viel zu schneiden. Ich habe da auch eine Zeit lang dran gesessen, das alles zu schneiden. Aber es macht auch Spaß, einfach, wenn dann so ein Projekt so Schritt für Schritt entsteht. Und ich habe da jetzt auch, bin da gar nicht irgendwie großartig nach Ausmessen gegangen, sondern ich habe mir das dann angeguckt und klar habe ich das jetzt hier ausgemessen, dass das hier genau rüber passt. Aber so die Höhe, das mache ich dann alles so Pi mal Daumen. So. So, und hier soll das jetzt so darauf. Das ist ja das, was ich so liebe an Basteln. Einfach die Kreativität freien Lauf zu lassen. Und es ist dann auch immer so erstaunlich, wenn man sich dann so ein bisschen Zeit lässt und überlegt, ach, was könnte hier noch so rauf? Was habe ich noch an Bastelmaterial? Und die Karte dann so Schritt für Schritt auch entsteht. Ups. Natürlich so gerade wie möglich raufzukleben. So, hier kann ich jetzt aber mal Flüssigkleber benutzen, weil das ist ja jetzt nicht ganz so groß. Flüssigkleber hat natürlich immer den Vorteil, dass ich noch mal ein bisschen schieben kann. Seite drauf haben. Und dieser Tombow-Kleber ist auch wirklich gut. Da lässt sich das total gut mitkleben. Und ich habe jetzt nämlich hier schon mal vorbereitet. Und zwar so zwei so eine Tacks. Und da habe ich jetzt auch die Drehstanze für benutzt, um das abzurunden und hier auch das Loch zu machen. Und die soll nämlich hier so reingesteckt werden, um da Fotos raufzukleben. So, die nehmen wir aber erstmal wieder raus. Dann habe ich noch hier so ein Stück, das habe ich dann einmal geprägt. Also einmal gefalzt, nicht geprägt. So, dann soll man das, dass man das so hochheben kann. So, da kommt jetzt auch so ein Stück Klebeband dran. Ich habe mir hier Klebebänder unterschiedlicher Breite zurechtgelegt.
finde hier auch diese Farben von dem Designpapier, dieses Grün, einfach total schön. Ich liebe dieses Olivgrün. Und ich mag es eben halt auch so Ton in Ton zu arbeiten. Deswegen, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts koloriert, bis auf die Libellen. Da habe ich ein bisschen mit einem Aqua, mit einem Alkoholmarker gearbeitet. So, und jetzt kann man das so hoch machen. Dann kann man hier zum Beispiel auch noch mal ein Foto draufsetzen. So, und jetzt habe ich hier noch mal so ein bisschen Deko. Was kommt denn hier noch so mit drauf? So, und das darf dann nur hier unten geklebt werden. So, dann ist das Innen schon mal soweit vorbereitet. Und jetzt sollen diese beiden Blätter, die sollen hier vorne rauf. Jetzt muss ich noch mal gucken, war das so? Ja. Das war so rum. Da will ich aber noch mal mit Band, wo habe ich das hier, rübergehen. Es gibt dann auch immer noch mal einen schönen Effekt. Und dafür mache ich mir hier auch Klebeband dran. Ja, das kann ich ja eigentlich gleich durchziehen. So. Jetzt mal gucken, dass ich das gut hinkriege, wenn ich irgendwo jetzt was hinklebt. Ich habe auch wieder hier die Seite so ein bisschen mit mit einer Bürste, sind auch von Stamping Up. Diese Brushbürsten habe ich das so ein bisschen einkoloriert mit dem Stempelkist. So, und nun möchte ich das so ein bisschen versetzt haben. Das heißt hier und hier. Nee, hier gerade rüber und hier. So. So, und das kommt jetzt hier vorne rauf. Da hoffe ich, dass ich das jetzt gerade rauf kriege. Ja, und ich mache das immer so, dass ich genau einen halben Zentimeter kleiner schneide. Also von der Länge einen halben Zentimeter ab und von der Länge einen halben Zentimeter ab. So. Und das mache ich jetzt hier auf der Seite auch. So, jetzt habe ich das da auch fertig schon gemacht. Und jetzt sollen die beiden Kreise darauf, die klebe ich jetzt auch wieder mit Flüssigkleber.
Die habe ich mit der kleinen Kreisstanze ausgestanzt. Die findet ihr noch unter Angebote, also in der Ausverkaufsecke. Ich meine, die gibt es noch. Die gab es jedenfalls in zwei Größen. Und die benutze ich auch ganz viel. Die kann man überall gut einsetzen. So, und jetzt will ich mit der Lochzange hier, wenn es geht, mittig Löcher machen. Ja. So. Nee, das ist falsch. Ich muss erst das Innere kleben und dann das Loch machen. Merke ich gerade. Ja, genau. Dann klebe ich erstmal das Innere. Also die kommen ja hier so rein. So, und jetzt habe ich hier noch mir das auch so zurechtgeschnitten. Und jetzt klebe ich erstmal das und dann mache ich nämlich die Löcher. Dann muss ich auch das Band schon durchziehen. Nee, ich werde das doch anders machen. Ja, das ist natürlich das, was man gut machen kann, dass man sich beim Basteln nochmal umentscheiden kann, wie man das machen will. Dann mache ich das nämlich so, dass ich das Loch dann verstecken werde. So. Und jetzt will ich da noch so eine Eyelets reinmachen. Nee, das ist ich muss mal gucken, ob das jetzt das Richtige ist. Das werde ich jetzt einmal kurz testen. Ich habe es immer noch nicht so ganz rausgefunden, wie es mit dieser Zange funktioniert. Dass die Eyelets auch schön werden. So, das werde ich jetzt aber erstmal hier testen. So. Ja. Und das geht. So. Dann nehme ich jetzt goldfarbene, weil ich hier auch goldfarbene Steine daran machen will. Ist auch nicht so schlimm, wenn sie hinten ein bisschen ausgefranst sind, weil da kommt ja das Blatt dann rüber. So. Einmal da. Und einmal auf der Seite. Das soll ja auch alles ein bisschen stabiler sein, wenn man da so Fotos reinmacht und das dann zur Erinnerung nimmt, dass das auch nicht gleich kaputt geht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit den Bändern mache. So, da schneide ich mal zwei Bänder ab. Mache ich auch ein klein bisschen länger. So, nun fädel ich das da durch. Genau.
Und dann kann ich das da nämlich zusammen machen. Das finde ich nämlich schöner, als wenn es so ganz durch ist und man es immer ganz rausziehen muss. So, dann mache ich das jetzt mal mit doppelseitigem Klebeband. Ich werde hier nochmal zwei zur Verstärkung, dass es auch hier nicht aufgeht. So, und dann mache ich hier jetzt auch schon Klebeband dran. Lottelein. Was ist los? Ja, meine Lotta, die liebt den Schnee. Das ist so schön mit anzusehen. Die kugelt sich durch den Schnee. Die schiebt den Schnee. Die ist richtig, ja, flippt richtig beinahe ein bisschen aus. Während Ilonka, unsere kleine Bolanka-Svetna, oh, das ist so eine ganz ruhige. Die ist glücklich, wenn sie alles abschnuffeln darf. Und immer mit der Nase unten. Ja, gerne mögen sie mal, wenn ich ein Video mache, Quatsch machen. Ne, Süße? Hm? Ist ja auch interessant, wenn Frauchen nicht hinguckt. Kann man ja gerne mal schnell was anstellen. So. So, und nun versuche ich das auch gerade hier rauf zu kriegen. Gut aus. So, und jetzt kommt die Verzierung darauf. Hier ist wieder, mache ich wieder zwei so eine Taschen. Dafür nehme ich wieder das dünnere Klebeband. Aufsammeln. Kurz runtergerutscht. Ah, siehst du, Frauchen hat zu viel geguckt, wird sich ab wieder ins Körbchen gelegt. Ist ja auch doof.
wenn Frauchen alles mitkriegt. So. Das passt ja genau eigentlich da drauf. So. Und das kommt etwas höher. Es ist so schön, dass das alles so farblich aufeinander abgestimmt ist. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. So, und jetzt klebe ich noch die Verzierung drauf. Das mache ich wieder mit Flüssigkleber, weil die sind ja ein bisschen kleiner. Dieses Projekt ist natürlich auch eine super Geschenkidee. Gerade jetzt, wo wir ja nicht immer alle besuchen können, ist das doch eine tolle Idee, von der Familie Fotos zu machen. Dann so eine Fotokarte, Fotoalbumkarte zu machen und das dann den Eltern zu schicken. Ich glaube, da ist die Freude groß. So. Und ich mache ja auch immer gerne nochmal so einen Streifen dahin. So. Mit der Klebe ein bisschen zu viel, aber das kann man nachher noch abruppeln. Bisschen transparent abgetrocknet ist. So, und dann habe ich ja hier auch diese Tags fertig gemacht. Das habe ich genauso gemacht. Ich habe sie ein bisschen kleiner geschnitten als die Tasche. Habe dann mit dem Stempel zweimal gestempelt. Also den ersten Abdruck, den zweiten Abdruck. Hier alles wieder abgerundet mit der Trio-Stanze und auch mit der Trio-Stanze das Loch gemacht. So, und der kommt hier oben rein. Ja, und so ist es dann, wenn das zugeht. Ja, die andere Seite mache ich jetzt auch und dann komme ich gleich wieder. So, ich habe die andere Seite auch fertig gemacht. Und jetzt kommt noch ein bisschen Deko rauf. Hier vorne habe ich mich jetzt entschieden für den Spruch von uns allen. Weil wenn wir da jetzt Bilder reinmachen und das dann an die Eltern schicken, finde ich das einfach doch eine total schöne Geschenkidee. Und dann ist das ja von uns allen. So, das kommt dann einmal hier hin. So, und jetzt habe ich ja noch meine ganzen, die ganzen Libellen, die ich hier ausgestanzt habe. So, dann mal gucken, wo ich die so hinhaben will. Ja. Ich glaube, was soll die
andere nehmen. So, da denke ich, dass ich die so rauf machen werde. Und dafür mache ich das so, dass ich die Flügel so ein bisschen mit dem Falzbein forme, dass sie einfach ein bisschen plastischer aussehen. Also ich mag es auch wirklich leiden, wenn es so alles so ein bisschen Ton in Ton ist und nicht so bunt. Aber ihr könnt natürlich die Libellen auch alle schön bunt ausmalen. Je nachdem, nach Geschmack. So, und hier will ich jetzt auch noch Libellen raufsetzen. Da habe ich mal gucken, ob ich die jetzt, doch, ich würde die auch ein bisschen prägen. Also ich habe einige Libellen mit einem Blendmarker, so ein Alkoholblendmarker, nur die Flügel auch in grün koloriert. Hier noch ein welche raufsetzen. Dann habe ich sie auch alle verbastelt. Also dieses ist auch wirklich ein etwas größeres Projekt, was auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber das Ergebnis ist einfach total schön. So, dann sind die Schmetterlinge alle drauf, die Libellen alle drauf. Wie gesagt, das ist auch eins meiner Lieblingssets. So, ich nehme jetzt noch mal, wir haben ja diesen Glitzerstift. Der muss dann immer ordentlich geschüttelt werden. Dann mache ich da noch mal so ein bisschen am Körper. So, dann muss man einmal noch mal so drücken.
Nochmal so ein bisschen Glitzer rauf. Upsala. So ein bisschen viel Glitzer. Ja, das war jetzt zu viel. Wo habe ich hier mein Tuch? So viel Glitzer wollte ich denn doch nicht haben. Gut, jetzt habe ich mir noch die Steine rausgesucht und da will ich jetzt noch mal so einige von aufsetzen. Weil es gibt denn dem Ganzen noch so den letzten Pfiff. Hier vorne mache ich dann auch so ein bisschen Glitzer hin. Jetzt mal gucken, dass ich dann nicht ganz so viel. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Und hier vorne mache ich dann auch noch mal so Glitzersteine rauf. Ich glaube, ich mache das hier so. So, und hier oben auch noch mal zwei und auf der anderen Seite auch. Ein bisschen schief. So. Gut. Der klebt nicht richtig, oder? Doch. So, und dann kann es hier mit der Schleife zugemacht werden. Und so kann das jetzt verschenkt werden. Und mir gefällt das richtig gut. Dieses alles Ton in Ton gearbeitete, das ist so absolut meins. Ich gehe mal einmal so rüber, dass ihr das nochmal so genau sehen könnt. Und es ist auch wirklich richtig stabil. Und jetzt, dass ich jetzt der Tesafilm an den Seiten gemacht habe, das fällt gar nicht so auf. Und es gibt dem Ganzen wirklich richtig Stabilität. So, und so kann man das jetzt aufklappen. Und auch das gefällt mir richtig gut. Denn es hier eben halt, da könnte man jetzt noch ein Foto reinkleben hier hinten. Vielleicht werde ich hier auch noch ein weißes Papier hintersetzen. Das muss ich mal gucken. Hier sind dann zwei, um Fotos raufzukleben. Man könnte jetzt auf der anderen Seite, hätte man das jetzt auch gestalten können, hätte man von beiden Seiten Fotos reinmachen können. Aber mir reichte das jetzt so. Dann sind hier ja auch die eben halt, um Fotos reinzumachen, auch diese Taschen. Und es ist also wirklich richtig stabil geworden.
Und es gefällt mir total gut. So, ihr Lieben, das war das Projekt mit Stamping Up. Eine Fotoalbumkarte. So werde ich sie betiteln. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, das einmal so zu basteln. Wie gesagt, macht es einfach so, dass ihr gar nicht euch da so einen Kopf um Maße macht. Legt einfach das erste an und dann gestaltet ihr einfach alles, was ihr so als Aufleger haben wollt, ein bisschen kleiner. Und dann klappt das auch wunderbar und ist eigentlich auch gar nicht schwierig. So, ihr Lieben, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.